Erst einmal schönen guten Tag und schönen guten Morgen an alle, die jetzt zuschauen, zuhören und natürlich auch an dich. Genau, vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Melanie Schlegel von der Otto Einzelgesellschaft und dort verantwortlich für das ganze Thema Suchmaschinen- und Produktsuchmaschinenmarketing und nebenbei noch so ein bisschen auch damit beschäftigt, ein paar Inhouse-Projekte bei uns zu betreuen. Ja, Melanie, herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, im Rahmen des Retail Days uns als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Otto und Microsoft Advertising arbeiten ja schon ziemlich lange zusammen und wir haben ja jetzt gerade eine ganz spannende Zeit, auch für Otto, in der eine Menge passiert ist und natürlich auch einige Herausforderungen für Otto im Raum standen. Wie würdest du die denn beschreiben? Wie hat sich die Situation für uns bis jetzt dieses Jahr dargestellt? Da meinst du ganz bestimmt das Thema, was uns alle stark beschäftigt, nämlich Corona. Das ist etwas, was wir natürlich bei Otto auch eins zu eins mitbekommen haben, angefangen bei den Arbeitsverhältnissen. Ich habe euch gerade bei mir in meinem Schlafzimmer und darf euch von hier willkommen heißen. Das heißt, Homeoffice für 3000 unserer Angestellten ist von jetzt auf gleich tatsächlich passiert. Und man muss sagen, das hat mehr als gut funktioniert. Dankenswerterweise natürlich auch durch gute Tool-Unterstützung aus dem Hause Microsoft, so wie wir uns ja heute auch über Teams treffen. Ein Stück weit ist das das neue Normal geworden, wie wir jetzt miteinander zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, dafür, dass Otto 1949 gegründet wurde und jetzt ja nun wirklich auch schon eine Menge Jahre auf dem Buckel hat, hat das extrem gut funktioniert und die ganze Unternehmung hat sich extrem schnell an diese neuen Verhältnisse gewöhnt. Für uns als Online-Händler muss man natürlich sagen, hat dieses ganze Thema einen gewissen strukturellen Vorteil mit sich gebracht. Die Kunden konnten nun mal schlicht und ergreifend offline nicht mehr einkaufen. Sie haben sich also vermehrt an Online-Möglichkeiten gewandt. Und da konnten wir vom Glück reden, dass wir dann da sein konnten und diese Kundenbedürfnisse bzw. die Userbedürfnisse auch erfüllen konnten. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben das natürlich ganz, ganz stark an der Nachfrage von bestimmten Bereichen auch gemerkt. Was total zurückgegangen ist, ist der Bereich Mode, Bademode, Accessoires, Handtaschen und Schuhe. Das braucht man nicht, wenn man im Homeoffice sitzt und auch nirgendwo hingehen kann. Was wir aber natürlich ganz stark gesehen haben, gerade anfänglich, ist die Ausstattung im Homeoffice. Bürostühle, Druckerzubehör sind zum Teil verdoppelt worden in den Umsätzen. Aber was wir auch gesehen haben, ist, wir haben extrem viele Spielsachen nach Hause schicken können, um eben auch die Kleinen zu beschäftigen. Ganz viel Homeschooling-Material haben wir gesehen, aber beispielsweise auch solche Dinge wie Kühl- und Gefrierschränke, Computerbedarfe, Brotbackmaschinen. Man backt scheinbar aktuell gerade sein Brot sehr viel selber und auch ganz viel aus dem Bereich Beauty. Das heißt, wenn kein Friseur offen hat und die Pediküre, Maniküre nicht stattfinden kann, haben wir auch da einen ganz, ganz starken Absatzanstieg gesehen. Danke erstmal für die Gerne. Beschreibung der Änderung im Konsumverhalten. Das, was ihr jetzt bemerkt habt, ist sicherlich etwas, was viele Unternehmen in der Branche auch trifft und was auch einige beobachtet haben in der Form. Was glaubst du denn, welche Änderungen wird es langfristig im Konsumverhalten geben? Wir sehen ja schon seit einer geraumen Zeit, gerade auch bei den jüngeren Zielgruppen, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, und das ganze Thema, ja, wie stellen sich Unternehmen, wie stellen sich Marken, auf, tatsächlich an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, dass das langfristig so bleiben wird. Kurzfristig müssen wir alle jetzt schauen, wie sich das Jahr entwickelt. Unsere Wirtschaftsweisen gehen davon aus, dass wir eine Rezession haben werden und sicherlich wird dann das Thema Preis und Verfügbarkeit und auch das Thema Service für uns relevantes werden. Das heißt, langfristig glaube ich schon stark daran, dass wir eine veränderte Wertelandschaft haben werden. Für die nächsten Monate, glaube ich, ist aber tatsächlich erstmal das Thema Preis und Verfügbarkeit und Service das Bestimmende. Okay, jetzt hast du eben gerade gesagt, Preis und Verfügbarkeit sind jetzt gerade wichtig, Wertelandschaft später.
Haben denn diese Erkenntnisse, die du gerade beschrieben hast, in irgendeiner Form auch einen Impact gehabt auf das Marketing bei Otto? Na klar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben starke Verschübe in Richtung bestimmter Sortimente gesehen, damit natürlich auch eine ganz andere Lean-Forward-Haltung des Users. Wir reden hier jetzt ja auch gerade ein Stück weit über das Thema Suche und gerade, wann suche ich, wenn ich etwas brauche, vielleicht auch, wenn ich mich inspirieren lassen möchte, aber vor allen Dingen, wenn ich etwas brauche. Und da haben wir sehr schnell reagiert und sehr, sehr schnell auch reagieren müssen, um da zu sein, wo der User gerade ist. Das heißt, das, was wir eigentlich an Saisonalität im Jahr kennen, hat schlicht nicht stattgefunden, sondern es hat sich eine ganz andere Dynamik entwickelt. Und beispielsweise ist es dann natürlich wichtig, ich hatte es vorhin erwähnt, das ganze Thema Homeschooling, da zu sein, wenn Druckerbedarfe beispielsweise da sind, Privathaushalte auf einmal einen Drucker brauchen, Druckerpapier brauchen, Druckerpatronen brauchen und das nicht irgendwann, sondern morgen, dann sollte auch ein Haus wie unseres, wenn wir dort helfen können, wenn wir dort unterstützen können, wenn wir dort Ware haben, da sein, wo der User ist, mit der Werbung dorthin gehen, wo der User ist, ihn entsprechend auch zu uns abholen. Und dann aber natürlich auch die Werbung wieder einstellen, wenn bestimmte Produktgruppen nicht mehr verfügbar sind. Denn was wollen wir alle nicht, den User am Ende enttäuschen? Und wir kennen das alle aus unserem eigenen User-Verhalten. Wann sind wir besonders glücklich, wenn wir auf eine Website kommen und das Produkt ist verfügbar und innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden bei uns? Und das haben wir einfach versucht, sehr schnell mit den Categories, also mit unseren Einkaufsbereichen und mit den anderen Marketingbereichen hinzubekommen, da zu sein, wo gerade der Need ist und da zu sein, wo wir auch gerade Produkte haben. Das ist ein wunderbares Stichwort, da zu sein, wo gerade der Need ist, eben die Benutzer dort abzuholen, wo sie gerade ihre Bedürfnisse haben. Wie gestaltet sich denn gerade auch im Hinblick auf dieses Thema die Zusammenarbeit mit Microsoft Advertising? Wir haben ja vor einem Jahr geinhoused. Das heißt, Microsoft Advertising lag bis zu dem Zeitpunkt noch bei einer Agentur und wir haben uns dann bewusst bei mir in meiner Abteilung entschieden, nein, das ist ein Partner, den wollen wir gerne bei uns in-house führen und glauben da auch ganz, ganz stark an das Potenzial. Wir haben dann ein relativ volatiles Jahr hinter uns gebracht, muss man sagen, wo wir mit vielen Umbauprozessen noch zu tun hatten, jetzt final endlich genau da sind, wo wir hinwollen mit der Struktur, mit den Möglichkeiten, mit den Tools. Wir haben unser Bitmanagement-Tool auf angepasst. Unser Inhouse-Bitmanagement-Tool, das macht es dann einfacher, so eine Lösung auch zu kreieren und haben da einfach ja, feststellen können, Microsoft Ads ist für uns ein relevanter Marketingkanal. Microsoft bietet da auch extrem viel Potenzial für uns, interessante, im Zweifel sogar neue oder andere Usergruppen zu erschließen, an die wir so vielleicht in der Vergangenheit gar nicht rangekommen sind oder zumindest nicht in der Wirtschaftlichkeit auch herangekommen sind, wie wir es jetzt gerade können mit euch. Und haben natürlich auch, und das wird auch an der Situation hier zu Hause liegen, ganz klar gesehen, dass das, was ihr mitbringt, etwas desktoplastigerer, etwas männlicherer, etwas älterer Traffic, hervorragend zu der Situation gepasst und hervorragend auch zu den Produkten gepasst hat, die wir hatten. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, mussten wir natürlich so ein bisschen hier und da schieben und gucken, was ist mit dem Budget, was ist mit den Ressourcen und so weiter. Und deswegen, glaube ich, waren die letzten 12 Monate für uns alle zusammen sehr aufregend. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir viel voneinander gelernt haben, wo wir viel aufgegleist haben und, glaube ich, zusammen sehr, sehr gut diese Potenziale in der Zukunft heben können. Also das Heben von Potenzialen ist ja ein großartiges Stichwort gewesen gerade von dir und natürlich ist es wichtig eben auch zu schauen, was haben wir in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, aber es ist eben auch wichtig, wie du schon gesagt hast, dort zu sein, wo der Nutzer ist, bedeutet eben auch sich auf die Zukunft auszurichten, dort zu sein, wo der Hockeyball als nächstes im Spielfeld sein wird. Und da ist natürlich auch die Performance ein ganz wichtiges Thema. Wie performt denn Microsoft Advertising für Otto? Hervorragend. Man muss tatsächlich sagen, hervorragend. Wir haben es geschafft, über die letzten Monate beispielsweise den Shopping-Bereich für uns maximal zu skalieren. Ich glaube, da kaufen wir jeden Klick ein und erreichen jeden User genau im richtigen Moment und das passt einfach perfekt. Im Bereich Search wollen wir dieses Maximum noch erreichen. Wir schreiben uns eben auf die Fahnen, jeden Partner bis dahin zu skalieren, wo wir sagen, da ist jetzt wirklich das Maximum erreicht. Und vielleicht zur Erklärung, wir steuern nach einem Renditewert. Das heißt, wir schauen wirklich sehr, sehr tief rein, wie wirtschaftlich sind Werbemaßnahmen für Otto. Und
dieses tiefe Reinschauen, gerade bei Microsoft, zeigt, das ist ein hochgradig effizienter Kanal und hochgradig effizienter Traffic für uns und natürlich umso interessanter, ihn dann noch entsprechend zu skalieren. Das ist aber, um ehrlich zu sein, auch der Grund, warum wir damals gesagt haben, wir wollen inhausen. Nicht, weil die Agentur nicht gut gearbeitet hat, sondern weil wir sagen, mit einer partnerschaftlichen Beziehung direkt mit euch können wir noch tiefer rein in den Maschinenraum, können wir noch besser verstehen, was habt ihr für Möglichkeiten, sind noch näher dran an Produktentwicklung, an Neuheiten, an Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Wir haben eine ausgeprägte Testnatur bei Otto und haben da einfach mit euch zusammen richtig, richtig gute Möglichkeiten, schnell innovative Lösungen zu finden und Dinge auszuprobieren. Ob das jetzt Retail Solutions sind oder Co-Bidding ist oder einfach nur mal neue Werbeformen, die ihr anbietet oder neue Lösungen für den User zu suchen, wie jetzt beispielsweise ja auch nach Bildern und so weiter. Das ist für uns super spannend und ja, da glauben wir einfach daran, dass sich das noch sehr, sehr stark skalieren lässt. Und wie gesagt, im Vergleich zu anderen Kanälen ist Microsoft Ads da auf jeden Fall unter den Top-Performern.